Das Stade de Genève war in den letzten Jahren keine Lieblingsdestination der Basler. Seit Servets Aufstieg konnte der FCB in 5 Spielen hier nie gewinnen. Die Gäste in der Startphase mit sehr viel Ballbesitz, aber wenig Kreativität in der Offensive. Wir sind bereits in der 23. Minute und dieser Schuss von Esposito ist die bislang gefährlichste Aktion der Partie, und zwar mit Abstand. Die Genfer oft weit zurückgezogen, kurz darauf aber mal mit erfolgreichem Pressing. Langer Ball auf Stevanovic. Und nun wird es erstmals brenzlig vor Lindner. Der FCB Schlussmann vorerst noch ohne Abwehraktion. Hier verrichtet Kollege Pavlovic seine Arbeit. Beide Teams können nicht verbergen, dass sie zuletzt Probleme in der Offensive hatten. Es bleibt eine ereignisarme erste Halbzeit. Immerhin bringt Moussa Diallo in der 43. Minute doch noch einen Ball aufs Tor. Aber Lindner hält das 0:0 zur Pause fest. Nach dem Seitenwechsel wird die Partie munterer, vor allem weil Servet mehr nach vorne unternimmt. Cogna bringt den Ball rein, Bedia verlängert. Heiße Szene im Basler Strafraum. Lopez kommt am zweiten Pfosten vor Walz an den Ball. Die Basler können solche Szenen nicht bieten. Bringen hier den Ball nicht weg. Und haben Glück, dass der Schuss von Dulin noch abgefälscht wird. Basel taucht nun komplett ab. Servet macht das Spiel. Stevanovic. Auf Gonja. Das war sie, die Topchance aufs 1:0. Aber FCB-Goli Lindner steht goldrichtig und pariert. Bei Basel muss etwas gehen. Dreifachwechsel in der 70. Minute. Unter anderem kommt Fabian Frey, übernimmt die Captainbinde von Thauland Schaka. Der eigentliche Kapitän Valentin Stocker ist ja verletzt. Und die Basler Einwechselspieler setzen sich bald in Szene. Tschalow. Auf Malesch. Beste Basler Chance. Für einmal schnörkellos gespielt, aber Servet Goli Frick braucht es erneut nicht. Es wird nochmals spannend. Gonja schickt Stevanovic. Und der sieht Rodlin. Das gibt's doch nicht. Roni Rodlin vergibt die Megachance nach der perfekten Vorarbeit von Stevanovic, dem damit der 21. Assistpunkt verwehrt bleibt. Die letzten Minuten wieder Servet. Flanke auf Rodlin und wieder ist Lindner zur Stelle. Der macht einmal mehr ein Topspiel, auch wenn Rodlin diesen Ball natürlich besser platzieren muss. Es bleibt beim 0:0 und wie so oft in dieser Saison lag es nicht an Heinz Lindner, dass es dem FCB nicht zu mehr Punkten gereicht hat.